So, die Anna und ich gehen jetzt zu der großen Schanze. Ja, sieht das alles schon ein bisschen größer aus. Nein, nicht schieben! Oh Gott! Man landet da unten und man hört schon das Wasser von hinten so tschsch. Dann kommt auf einmal so eine richtige Welle. Oh, aber ich hasse zwar den Patrick, dass er mich da jetzt so runtergeschubst hat, aber ich glaube, ohne ihn hätte ich es auch nicht gemacht. Von dem her bin ich froh. Es ist so geil. Probieren wir noch mal, dass es ein bisschen safer ist, weil gerade war ich so weit. Ich habe gedacht, ich höre überhaupt nicht mehr auf zu fliegen. Jetzt war es vom Speed besser, aber ich tue jetzt wirklich. Moment, man darf das mal kurz hier demonstrieren. Also schon relativ nass. Deswegen gehen wir jetzt Mittagspause machen. Und eine kleine Überraschung habe ich noch, weil der Besitzer von dem Bistro da ist jemand ganz Besonderes. Hallo Ethan, was geht ab? Alles fit? Ja. Auf jeden Fall gibt es hier immer jede Woche unterschiedliche Sachen zum Essen. Jackfruit Burritos und Tempeh Burritos und ich habe auch Seitan Dürüm. So, nach der kurzen Mittagspause habe ich jetzt mein Handy am Start. Ihr habt mir auf Instagram nämlich Tricks geschrieben, die ich ausprobieren soll. Und genau das machen wir jetzt. Der Pat, der Coach, ist einfach wieder am Start. Und mit ihm klappt das auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Frontside 5 hat jetzt schon mal so halbwegs gut funktioniert. Und ist noch nicht perfekt, aber so fürs erste Mal, so über so einen großen Kicker, ich glaube, der zählt. Der zählt. Ja, der zählt. So, weil der erste Front 7 jetzt nicht so gut geklappt hat, kriege ich dann Coaching vom Patty. Also, Patty, was habe ich falsch gemacht? Also am Takeoff wichtig, das Brett rausfahren lassen. Nicht zu früh anfangen mit dem Drehen. Ins Pre-Spin reinkommst am Kicker und schauen über den hinteren Fuß wegspringen. Mhm. Sobald wirklich das Board den Kicker verlässt, Füße zum Oberkörper und Grab. Okay. Ja, ich würde mal sagen, jetzt gehen wir an die Mission Backflip. Meine größten Sorgen sind eigentlich, dass ich einfach nur hardcore überdrehe, dann irgendwie anderthalb Mal und voll auf dem Kopf landen. Aber, ja, probieren wir das jetzt einfach mal. Alter, Adrenalin, keine Ahnung, irgendwo wegflüge. Also es war nur ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu schnell gedreht, aber Alter, geil! Gleich nochmal. Did you see my work? Also, ich bin jetzt fertig für heute. Ich habe meinen Soll getan, mehr oder weniger. Patty hat mir heute drei neue Tricks beigebracht. Also an einem Tag habe ich drei Tricks gelernt. Finde ich schon ziemlich krass. Backside Rodeo kann man noch ein bisschen feilen, glaube ich. Da war es noch nicht so ganz so perfekt. Es war eher so ein Selbstmordkommando. Ich glaube, das hätte am Schnee ziemlich wehgetan. Hier geht es zum Glück. Hier gibt es nämlich neben diesen Anlagen hier auch noch ein Trampolin, eine Slackline. Und warum zieht der Pat jetzt mein Snowboard an? Moment. Was passiert hier? Was hast du vor? Er hat nicht mal Snowboard-Schuhe an. Alter! No!
mein Gott, er legt sich einfach voll hin. Oh, sehr geil. Ich habe mich jetzt gerade schon umgezogen, weil ich eigentlich heimfahren wollte. Aber ihr seht, ich laufe hier wieder hoch, weil Coach Party fährt. Und er will zwar nicht, dass ich ihn filme, weil er ist ein bisschen schüchtern. Aber wir machen das natürlich trotzdem. Wie viele Drehungen? Switch! Switch! Cap! Cap 900. Was für ein Euro. Oh! Schreibt mal bitte unbedingt in die Kommentare, ob ich den Frontflip auch lernen oder machen soll oder wenigstens probieren. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für so ein Schlusswort. Ich werde es mit Sicherheit hier wieder hinkommen. Also ich versuche jetzt einmal die Woche hierher zu kommen. Das Coole ist für euch, wenn ihr wirklich mal eine weitere Anreise habt, ihr könnt, wie ihr da seht, auch campen oder hier einfach mit eurem Campingwagen herkommen und könnt hier dann einfach auch wirklich über Nacht schlafen und halt 2-3 Tage hier bleiben. Lohnt sich auf jeden Fall und ja, ich kann es euch wirklich empfehlen und freue mich, euch bald hier zu treffen. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten folgt mir einfach mal auf Instagram, weil da bin ich ein bisschen aktiver als auf YouTube. Und ja, da sehen wir uns dann hoffentlich öfter. Also, es hat mich voll gefreut und tschüss.